Am Freitag werden Reis und Eier angeliefert für das Wochenende der Coroneros. Routine wie immer. Doch dann kommt der erste Stolperstein. Für den Samstag, an dem die Ausgabe vorgesehen ist, melden sich etliche Taucher an, die nur an diesem Tag frei haben und sonst immer arbeiten müssen. Nach anderthalb Jahren Null-Business und jetzt 3 Monaten Minimalgeschäft, ein unerwarteter Glücksfall, den der Dino nicht ignorieren kann. Also, die Ausgabe um einen Tag verschieben und die Hungrigen informieren, dass sie erst am Sonntag kommen sollen. Das ist kein Problem, denn alle haben aus Mangel an Arbeit jede Menge Zeit. Klar, sonst müssen sie sich ja nicht anstellen, um eine Wochenration Essen zu ergattern. Reis und Eier-Crew tun ihre Pflicht wie immer und die Hungrigen warten diesmal in der Nebenstraße, weil der Wochenmarkt heute stattfindet und unter den Blechdächern Betrieb herrscht. Aber auch das ist kein Problem, man wartet ja geduldig, egal ob es regnet, ob die Sonne brennt oder stürmt. Thank you.
Also, die Tische bestücken und die Bürokraten die Kugelschreiber entsichern, Hungrige in Bewegung und dann geht es los. Die Ausgabe verläuft reibungslos, nur die Kinder gucken ein wenig traurig, weil die weiße Fee nicht da ist. Die musste ja leider wieder nach Deutschland zurück und die Kleinen vermissen sie sehr. Der Dino gibt sich zwar Mühe, sie zu vertreten und eine Polizistin, die Dagmars Eierausgabe übernommen hat, auch. Beide bedenken die Kleinen nebenbei mit Süßigkeiten, aber die Fee können sie eben doch nicht ersetzen. Alles andere läuft wie am Schnürchen. Mutter Chaloai bedient persönlich ein paar Empfänger, die nicht gut zu Fuß sind, und alle anderen holen sich ihre Verpflegung an den Tischen ab.
Wie immer wird zum Schluss die Verpflegung für die verladen, die nicht mehr selbst kommen können. Die wollen ja auch versorgt werden. Als Bob und der Dino dann ins Luxusviertel ziehen, gibt es gleich auf der ersten Station eine schlechte Nachricht. Die fußkranke Oma mit ihrer großen Familie ist in schlechtem Zustand und momentan nicht ansprechbar. Wir haben Angst, hoffen aber, dass sie sich wieder erholt. Beim Verlassen ihrer Behausung kommt dann der Tritt unter die Gürtellinie. Vor der Behausung der Familie ist ein kleiner Stand, an dem Nachbarn Getränke verkaufen. Dort sitzt neben den Betreibern eine kleine Frau mit einem Kinderwagen. Die Frau wurde von ihrem Mann nach der Geburt des Sohnes verlassen. Sie hat keinen Beruf erlernt, keine Verwandten, keine Chance auf einen Job als Putzfrau oder sonst etwas. Sie würde alles tun, um mit dem Jungen und für sich über die Runden zu kommen. Aber wer will schon jemanden, der bei der Arbeit immer ein Kleinkind mit sich rumschleppt? Und dann noch in Corona-Zeiten, wo sowieso für jeden Billigjob 20 Anwärter gibt? Wo wohnen die beiden denn? Mit dem Kinderwagen auf leeren Grundstücken, in Hauseinfahrten oder wo immer man bei Regen unterschlüpfen kann? Essen? Was immer man in Abfallbehältern findet oder an essbaren Kräutern am Straßenrand. Die Dame schiebt den Kinderwagen tagsüber durch die Gegend und durchwühlt Müllcontainer nach etwas, das sich beim Altwarenhändler verkaufen lässt. Und der Junge sitzt in seinem Rolls-Royce und hat keine Kleidung zum Wechseln. Rob schießen die Tränen in die Augen und der Dino knirscht vor Wut mit den Zähnen, ob dem Dreckskerl von Vater, der sein Kind so verkommen lässt, und ob der Obrigkeit, die in solchen Fällen keine Hilfe leistet. Aber das hilft nicht viel, also springt die Corona-Gang ein. Als erstes mit Reis und Eiern und ein wenig Bargeld. Dann versucht Bob die Dame, die ja keinen Wohnsitz hat, erreichbar zu machen. Kein fester Wohnsitz, kein Handy. Wie soll man die denn da erreichen? Naja, sie müssen eben zu unseren Besuchen im Nobelviertel vor Ort erscheinen, was die mit Sicherheit auch tun werden. Und Bob wird als nächstes Kinderkleidung besorgen und versuchen, der Dame irgendeine Arbeit und eine Unterkunft zu vermitteln. Und wir werden sehen, was wir für ihr Kind und sie noch organisieren können. Dann kommt die nächste traurige Nachricht. Von dem uralten Paar mit dem Enkel ist der bettlägerige, blinde Mann verstorben. Jetzt sitzt die alte Dame allein und tief traurig da und ist noch einsamer als vorher. Und dem Dino, der zu dem alten Herrn ein enges Verhältnis hatte, schnürt es die Kehle zu.
Für heute reicht es wirklich mit den Horrornachrichten. Rob und der Dino sind ziemlich still auf der Rückfahrt. Und dann kommt beim letzten Hausbesuch endlich mal was Gutes auf den Tisch. Der krebskranke Nachbar, den wir lange nicht gesehen, um den wir gefürchtet hatten, hat sich aufgerappelt. Die Krebstherapie scheint anzuschlagen. Er kommt bei der Essensübergabe an seine Frau und Schwiegertochter auf seinem Beiwagen-Moped angefahren und erzählt, dass er sich sehr viel besser fühlt. Halleluja! Das richtet die Gemüter der beiden wieder etwas auf und sie machen sich auf den Weg heim, um noch ein paar Selbstabholer zu bedienen. Die kommen pünktlich und Prop und der Dino ziehen sich danach zurück, um ihre Wunden zu lecken. Omikron mischt die Gemüter neu auf und die Verunsicherung vieler Menschen wächst auch dank der konfusen Handhabung des Problems durch die Politik. Aber wir bitten euch, nicht das Handtuch zu werfen, sondern durchzuhalten. Also, bleibt stark und seht mit Zuversicht in die Zukunft. Es kommen auch wieder andere Zeiten. Eure Corona-Gang.